Hallo Leute, heute will ich mal mit euch über den Film reden, Tote Mäuse lügen nicht, Staffel 2. Von dem Film gibt es jetzt bald eine zweite Staffel. Und weil es um das Thema viel über Mobbing geht, will ich mich gerne mal mit meinem Kanal hier und mit euch natürlich über den Film gerne mal etwas auseinandersetzen, weil da sieht man so die Thematik, die ich da, sag ich mal, oft berede, wenn andere Leute gemobbt werden. Auch was das Thema auch Dispersion anbelangt, unter anderem. Und da werde ich kurz noch ein paar Fakten aufzählen, was mich schon über den Film wisse oder was gibt es Neues in die zweite Staffel. Einmal spielt der Film einmal in die Vergangenheit wieder und in die Zukunft. Und hier habe ich mal eine kleine Liste für euch, die ich mal zusammengefasst habe mit 10 Fakten. Zum Beispiel das Mädchen Hannah, auch wenn die in die erste Staffel gestorben ist, die ist wieder in die zweite Staffel mit dabei. Das können wir mal zusammenfassen. Finde auf jeden Fall geil, dass mir schon so viele neue Sachen darüber wissen. Und der Film kommt erst 2018, also ab 2018 kommt der Film auf Netflix. Kann man sich dann, wenn man so ein Abo gemacht hat, sich die Serie angucken. Genauso wie die erste Staffel läuft der Film wieder auf 13 Episode, also auf 13 Folge. Und die 13 Kassette werden dort, glaube ich, auch wieder abgehandelt. Und auf jeden Fall 13 Folge sind wieder mit dabei. Das finde ich natürlich richtig geil. Und weil der Film ja um Thema Mobbing geht, Vergewaltigung und um andere, nochmal alle Leute raus, Mobbing ist auf jeden Fall nicht cool. Und der Film macht dann mal ganz deutlich, wie es ist, wenn andere Leute gemobbt werden, was zum Beispiel im Extremfall die Folge sein kann, dass diejenige zum Beispiel Suizid begehen tut. Oder auch, wenn man Leute zum Beispiel grundlos haten tut, dass zum Beispiel, sag ich mal, 100 Leute gehen jetzt auf eine, das ist einfach nur absolut feige. Und der Film zeigt das nochmal ganz genau. Und Vergewaltigung ist auch, kann man auch mit Mobbing und, also jetzt nicht falsch verstehen, Vergewaltigung ist Nötigung und deswegen geht sowas auf jeden Fall gar nicht ab. Das ist genauso wie jetzt, wenn man jetzt verbal auf diejenige rumhacken tut. Sowas kann die Seele, sag ich mal, Verletzung von abtrage, dass diejenige das Suizid begehen tut. Gut, hoffentlich hat euch das Video gefallen über das Thema hier. Wo ich das Sommer über den Film geredet habe und über das Thema Mobbing, das kam ja bei euch auch sehr gut an, hat da mittlerweile fast 5000 Klicks. Und deswegen war nochmal ein Anlass für mich, wo die zweite Staffel jetzt bald rauskommt, nochmal etwas darüber zu reden und den Film zu thematisieren und halt eben auf den Film etwas aufmerksam zu machen, weil so kann man schon mit das Thema Mobbing, sag ich mal, oder die Leute, die jetzt Leute Mobbing, schon mal einiges dazulernen, was zum Beispiel die Folge sind. Ist was ziemlich hart, was dort, sag ich mal, geschieht, aber so kann eine leichte Abschreckung sein für Leute, die jetzt andere Mobbing oder die wache dann einfach auf. Sobald der Film rauskommt und ich mir die komplette Serie angeguckt habe, denke ich mal, dann werde ich vielleicht nochmal, wenn es ein Anlass dazu geben tut, werde ich dann nochmal darüber reden, über den Film. So groß und ganze habe ich jetzt alles abgehandelt. Da sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute, und haut rein.